Wir haben jetzt 10 Uhr. Der Morgen ist irgendwie ein bisschen durcheinander. Eigentlich wollten noch, also zwei Freundinnen, also von PKIP, mit ihren Kindern herkommen und zum Spielen. Aber eins wird auf einmal krank, hat abgesagt, dann hat die andere abgesagt und jetzt kommt keiner. Samir ist jetzt im Bett und schläft. Jetzt habe ich es auch hingelegt, weil es auch so müde war. Und draußen ist so ein schlechtes Wetter, es ist unglaublich, es ist nur am Regen. Ich habe sogar die Heizung wieder angemacht. Und ja, ich habe schon alles geputzt, wie eine Bekloppte heute Morgen. Und Wäsche läuft auch. Und jetzt habe ich das Video geschnitten von gestern. Und da ich jetzt Langeweile habe, habe ich jetzt ein Schnittmuster ausgedruckt. Und guckt euch das mal an. Was ein Riesending. Ja, es ist was für mich, es ist ein Shirt. Und das werde ich jetzt zusammensetzen, kleben, tun. Ja, ist echt ärgerlich. Ich zeige euch auch noch mal eben, hätte ich auch einkaufen gehen können. Zeige ich euch mal eben das T-Shirt, was für Joanna, das Top, ist fertig. So sieht's aus. Umgenäht hier, zack. Also, wisst, was ich meine. Und habe ich das auch noch mal abgesteppt. Am Kragen mit so einem dreifach elastischen Stich, damit die reinpasst und an den Ärmeln auch. Richtig süß geworden, finde ich. Der Stoff ist echt schön. Ja, würde ich mir vielleicht sogar auch noch eins von denen. Jo, und ansonsten gibt es leider noch nichts Besonderes Montag, außer dass es kalt ist. Die Heizung an ist. Ja. Kommt gleich in den Schrank. Und ich werde das jetzt hier fertig machen und gucken, wie lange die Kleine schläft. Und wenn die dann wach ist, fahre ich mit ihr einkaufen. Heute gibt es ein Gulasch. Und da brauche ich nämlich noch Paprika. Ich habe vergessen, Paprika letztens mitzunehmen. Ja, da werden wir mal. Wir werden mal machen, ne? Kurze Version, glaube ich. Anstatt lange. Ich nehme lieber eine kurze. So, Video ist abgespeichert, also habe ich gerade gehört. Also kann ich das jetzt hochladen. Ja, die Videodatei ist fertig. Zack! Dann können wir die Videodatei ja wunderbar hochladen. Zackidu! Und später kommt Tante Lea, die Patentante von Lamia kommt, also die Cousine von Dominik. Die kommt vorbei, die wollte gestern ja auch mit zum Schwimmen, aber der ging es dann gar nicht gut auch. Man hat dann abgesagt. Und jetzt kommt sie heute vorbei, um die Kleinen zu sehen. Ja, also, dann werde ich das jetzt hier hochladen, das zusammenschneiden und dann sehen wir uns gleich, wenn die Lamia, glaube ich, wach ist. Außer es gibt irgendwelche Neuigkeiten. Schön sortiert. Handtücher. Ein Teil kommt nach unten, der andere Teil, der drin ist, kommt nach oben. Jetzt. Lamia schläft immer noch. Wir haben jetzt 12 Uhr. Dominik ist auch gerade nach Hause gekommen, ist jetzt zu seinen Eltern kurz. Und ja, sein Auto muss heute zur Inspektion. Und da war der jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Stunden, ist heute Morgen schon um 7:30 losgefahren, nachdem der Joanna zum Bus gebracht hat. Und ja, genäht habe ich immer noch nichts. Ich habe nur Schnittmuster geschnitten. Geschnitten, geschnitten, geschnitten. Gedruckt, gedruckt. Und unten ist immer noch am Drucken. Ich glaube, ich mache einfach so ein paar Schnittmuster und dann werde ich sehen, dass ich so ein paar Schnittmuster habe und nicht andauernd ausdrucken. Schneiden, nähen. Und dann denke ich mir, was ist denn jetzt? Ich mache jetzt 4, 5 Stück, die ich haben möchte. Mache direkt alles in einem durch, drucken und schneiden und werde dann nähen. Das ist, glaube ich, von Zeitaufkommen her besser. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe der Joanna eine neue Leggings ausgedruckt, weil die ist nämlich jetzt von Neni bepunkt. Die habe ich hier schon mal genäht gehabt. Das waren diese 5 Stück, die ich mal genäht hatte und die sitzen perfekt. Und diese andere, die ich jetzt von Petitot letztens genäht habe, aus diesem Musterstoff, die ist genau in ihrer Größe, aber sie bräuchte eigentlich fast 2 Nummern kleiner davon. Also die fällt viel zu groß aus, ist mehr eine Schlafanzughose als eine Leggings. Die rutscht ja auch vom Buckel runter. Und so eng kann ich den Gürtel ja, ach, das Gummi auch nicht machen, das sieht einfach nicht aus. Und jetzt kann ich die zum Schlafen anziehen. Oder wenn sie mal zunimmt oder keine Ahnung, was wir damit machen. Wenn sie eine Freundin hat, die ein bisschen mehr auf ihre Rippen hat, kann sie die dann hier anziehen, wenn die mal hier übernachten oder was weiß ich. Und ja, die werde ich nicht mehr nähen. Ich werde jetzt nur noch die von
den liebe Punkt nähen und weil da weiß ich, die passt. Nur das Ding ist total komisch, dass irgendwie die Größe 74, 80 fehlt. Die hat hier 50, 56, 62, 68 und dann geht es weiter mit 86, 92. Aber 74, 80 fehlt. Muss ich mal da hinschreiben und fragen, was das soll. Und dann wollte ich dir Joanna noch ein T-Shirt, noch das gleiche, dieses Top da nähen, mit dem Schnittmuster hier. Und da habe ich eine Seite geschnitten gekriegt und die zweite nicht, weil ich ja diese Shorts gemacht habe. Und da ist genau so ein Stück, was fehlt. Boah, jetzt muss ich zum Laden gehen und mir so einen Streifen noch davon holen. Weil ich ja zu schön finde. Ich wollte erst eine Leggings davon nähen, aber der Stoff ist zu schön für eine Leggings. Und hätte auch nicht gereicht. Das habe ich noch nicht drauf, das richtig anzulegen, dass ich mit dem Stoff so viel wie möglich nähen kann. Das muss ich von Morena fragen. Ich mache das bestimmt falsch. Ja, ich mache das falsch. Ich weiß nicht, ich das falsch mache. Essen habe ich jetzt auch schon vorbereitet. Soweit. Zwiebeln sind auch hier schon drin. Werde ich jetzt gleich anschmeißen. Die Kleine schläft noch. Deswegen würde ich den Thermomix noch nicht anmachen. Aber das Gulasch braucht ja sowieso 60 Minuten. Hoppala. So. Schwarz. Jo. Und ansonsten ist mir ein bisschen langweilig. Komischer Tag heute. Ich würde dabei mit der Kleinen noch nur spazieren gehen. Ich habe sogar schon eine Kerze angemacht. Guck mal. Haha. Geil, oder? Und Joanna war gestern wirklich in der Kirche und es hat ihr sehr gut gefallen. Die hat viel Spaß gehabt und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob die öfter da hingehen möchte. Sonntags morgens, ey, geht gar nicht. Ich bin ja katholisch, aber ich muss jetzt nicht unbedingt in die Kirche gehen. Aber wenn die das unbedingt machen möchte und da ist irgendwo so ein Gottesdienst, Kindergottesdienst, dann gehe ich mit der mal zwischendurch mal dahin. Ja. Ja? Hallo? Hallo, ja? Ja. Ja, da? Sag du auch mal Hallo, Lamia. Wer ist denn da? Sag mal Hallo, hallo. Ja, die Lamia ist da. Ist für dich? Ja, ist für dich. Sag du mal Hallo. Sag mal Hallo ins Telefon. Fernbedienung. Genau. Ja. Wow, ehrlich? Oh, mein Gott. Sagst du Hallo da? Hallo, hallo? Hallo, Oma? Ja. Hallo, Lamia! Du siehst ja wieder was, ne? Wollen wir mal eine Runde laufen? Soll ich hin? Gib mir die Hand. Hinstellen. So. Laufen. Laufen. Ja! Laufen, komm. Da. Ja. Super. Toll. Toll, mein Schatz. Ja! Wo ist sie hin? Dahin? Yeah.
Schmeckt die Gurke? Aus dem Garten? Hm? Hm? Sieht man ja. Kaust du auch? Oder stopfst du nur rein? Schön kauen, mein Schatz, ja? Bleib mal sitzen, wenn du am Kauen bist, bitte. Ja, mein Schatz. Schön kauen. Nee, nicht hüpfen. Essen. Schön essen. Moin. Wo ist meine Nase? Wo ist meine Nase? Ja, da ist meine Nase, genau. Wo ist mein Mund? Da ist mein Mund. Wo ist deine Nase? Ist das denn deine Nase? Lecker Gurke. Du kannst einfach nicht still sitzen. Das ist wie deine Schwester, original. Als kalte Vorspeise. Guten Appetit. Guten Appetit. Heute Morgen saß ich neben Amira. Ja? War nicht im Bus? Schon wieder krank? Rebecca, nee, du bist da. Ich wurde nur gebracht. Wegen dem Regen. Guten Abend, meine Lieben. Wir haben jetzt 8:30. Dominik hat noch einen Termin. Ich weiß auch nicht, wann er nach Hause kommt. Ich war beim Zumba und die Kinder liegen im Bett. Und ich habe gerade nochmal den Drucker unten angemacht. Der ist fleißig am Drucken. Ein Sommertop. Ich drucke alles für den Sommer aus und dann regnet es den ganzen Tag. Das gibt es gar nicht. Aber wozu hat man Cardigans? Die kann man ja dann rüberziehen. Ja. Ich werde mir jetzt noch was zu essen machen. Ich denke, ich mache mir noch die Nudeln und Gulasch warm. Heute gab es ja Gulasch mit Nudeln. Und ja, das werde ich mir jetzt, glaube ich, machen. Da habe ich jetzt Hunger drauf. Mal warten, dass der Dominik kommt. Ich hoffe mal, dass er nicht zu spät kommt. Wir wollen Dexter weiter gucken. Wir sind jetzt bei der dritten Staffel und haben noch 2 Folgen. Boah, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, ansonsten wird heute nicht mehr viel laufen. Schuhe kaufen waren wir nicht, denn als wir los wollten, kam so viel Regen runter. Das ist unglaublich. Wenn wir zum Auto gelaufen, wären wir von oben bis unten klitschnass gewesen. Das ist echt den ganzen Tag am Regnen und ja, traurig. Deutscher Sommer. Bitter. Bittere Pille. Aber gut, so ist das halt hier. Schade, schade. Ja, was noch? Eigentlich gar nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schlaft schön und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüssi.